Ja, natürlich, es gibt kein Zurück, aber man kann sich nie richtig sicher sein, ob jetzt Allah unser Gott ist oder wie ihr sagt, Jesu. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem, wenn man an einen Gott glaubt, ist es besser als gar nichts. Okay, sorry. Also nochmal, ihr schönen Frauen. Richtig cool. Ich stelle euch ein paar Fragen und ich bin gespannt, wie ihr antwortet. Ja? Ja. Glaubt ihr, es gibt Gut und Böse auf dieser Welt? Ja. Ja? Ja. Was würdest du als gut bezeichnen oder böse? Also von menschlichen her? Ja, also das, was dir jetzt einfach einfällt. So? Ja, dass man respektvoll ist zu anderen Menschen. Das wäre jetzt gut, ja. Ja, und dass man nett ist und ja, halt. Und du auch? Ja, ich finde auch, also ja. Würdet ihr sagen, ihr seid gute Menschen? Ja, sind wir. Wir sind echt nette Menschen. Wir sind brutal und jung und sexy. Wir versuchen auf jeden Fall immer gut zu sein. Du bist wirklich schön. Hä? Wir versuchen auf jeden Fall immer gut zu sein. Geben immer das Beste natürlich. So, sind jetzt nicht natürlich die Engel. Aber, aber generell würdet ihr schon als gute Menschen bezeichnen. Ja, ja. Okay, wenn ihr Bock habt, ehrlich zu sein, würde ich mich freuen. Ja. Müsst ihr nicht beantworten, könnt ihr. Ja. Hast du schon mal gelogen in deinem Leben? Auf jeden Fall. Ja. Wie viele lügen? Sehr viele. Ich zähle nicht mit, aber auf jeden Fall sehr viele. Wie nennt man jemanden, der lügt? Lügner. Lügner. Also seid ihr Lügner? Nein, manchmal ist es notwendig, um eine Situation zu verändern, die vielleicht nicht gut endet. Mhm. Es gibt sehr viele Arten, jetzt mal ein schlechtes Beispiel, aber zum Beispiel für eine Vergewaltigung weiß man nicht. Krass. So. Und du musst halt vielleicht mal lügen und so sagen, ich habe einen Freund. Okay, also willst du sagen, manche Lügen sind in Ordnung, manche nicht? Ja, auf jeden Fall. Okay. Hast du schon mal gestohlen? Ja, wo ich jünger war, auf jeden Fall. Mhm. Dumm, unüberlegt, aber würde ich auf keinen Fall wiederholen. Mhm. Nein. Auch nicht mal ein Lied gedownloadet, was man nicht hätte downloaden dürfen? Oder einen Film gesehen, den man nicht hätte sehen dürfen? Doch, auf türkische Seiten gibt es so Seiten, wo man so... Oder Schwarzfahren? Oh. Ja, Doch. Wie nennt man jemanden, der stiehlt? Klauer. Ja. Ein Gauner? Ja. Oder ein Dieb vielleicht? Ja, auch. Also das heißt, ihr seid Lügner und Diebe, sagt ihr mir gerade? Wenn es sein muss, ja. Habt ihr schon mal einen Mann begehrlich angesehen? Also mit lustvollen Augen sozusagen? Nein. Noch nie? Bist du lesbisch? Nein. Aber kein Mann? Da hätte doch. Okay. Ja, schon. Auf jeden Fall mein Freund. Habt ihr schon mal was von den 10 Geboten gehört? In welche Richtung? 10 Gebote? Kennt ihr die 10 Gebote? Nein. Ey, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Ach so, ja. Genau. Angenommen, wir würden aufgrund der 10 Gebote gerichtet werden, hättet ihr die Hölle oder den Himmel verdient? Boah. Also man sagt, man muss verzeihen können. So. Also man muss schon verzeihen können, ein paar Sachen so. Ein paar Sachen haben wir gemacht, vielleicht unüberlegt, was nicht sein sollte. Man ist jung, man überlegt manchmal nicht nach, aber für ein paar Sachen vielleicht schon, ja. Aber ich glaube nicht, nee. Also ich versuche auf jeden Fall mein Leben zu verändern und den guten Weg zu gehen. Mhm. Ja, also ich weiß nicht. Du würdest sagen, du hast die 10 Gebote gebrochen, richtig? Kann sein. Wenn Gott jetzt sagt, ich richte dich anhand der 10 Gebote, bist du schuldig oder unschuldig? Boah. Ich glaube, schuldig, ja. Also wenn er ohne Gnade ist, auf jeden Fall schuldig. Schuldig. Ja. Aber Gott ist allgnadig. Also ich glaube schon, dass er Gnade zeigt und sieht, wenn man bereut. Glaubt ihr an Gott? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ja? Mhm. Und wie kommt ihr davon, wenn ihr eines Tages vor Gott steht und er sagt so, ey, ihr habt die 10 Gebote gebrochen. Was sagt ihr dann? Ich würde natürlich versuchen zu erklären, dass es falsch von mir auf jeden Fall war. Mhm. Ich stehe dazu, man kann nicht lügen, da kann man so oder so nicht lügen. Mhm. Wie gesagt, man ist... Also ich würde sagen, ja, ich war jung und dumm und ich habe nicht daran nachgedacht, was... Aber wenn man sein Leben ja verbessert und das nicht wieder macht. Okay, andere Frage. Wenn ich jetzt ein Kind töte, ja, und ich sitze beim Richter und er erklärt mich für schuldig. Ich sage ihm aber, ich war jung und doof. Darf er mich freilassen? Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn du stehlst, etwas Kleines, stehlen ist auch eine Sache. Es gibt Unterschiede so. Und wenn du einen Menschen umbringst, dann musst du echt krank in deinem Kopf sein, dass du das durchziehst. Rossmann, eng einen Lippenstift klauen oder so. Das meine ich jetzt mit klein stehlen. Ja. Aber wenn du, weiß ich nicht, irgendwas stiehlst, was vielleicht viel Bedeutung hat oder so, solltest du. Aber ich habe gestohlen. Und das macht mich zu einem Dieb. Ja. Und die Bibel sagt jetzt zum Beispiel, dass Jesus kommt und ein perfektes Leben lebt und den Preis bezahlt, wo ich Schuld hätte tragen müssen oder wo ich Strafe verdient hätte. Heißt, ich breche die 10 Gebote und verdiene den Tod. Ja, ich bin schuldig.
Jesus kommt, lebt ein unschuldiges Leben. Das heißt, er sündigt nicht, er stiehlt nicht, er lügt nicht, stirbt für mich am Kreuz. Wenn ich an ihn glaube, werde ich gerecht gesprochen. Glaubt ihr das? Ich weiß nicht. Also wir sind Moslem auf jeden Fall und glauben an Allah. Und bei uns ist es halt so, dass man sagt, dass Allah allgnädig ist, dass er auf jeden Fall... wenn du es bereuen würdest, dass er dir alles verzeiht. Aber von Herzen wirklich bereust. Genau. Es gibt ja dieses Bereuen im Internet. Ja, ich bereue das und so. Und einmal dieses wirklich, du machst es für dich, du betest, du stehst dazu und weiß ich nicht. Man kann trauern, man kann alles machen so. Das heißt, wenn ich bereue im Islam, komme ich in den Himmel? Ja. Man sagt Allah ist allgnädig, ja. Ihr wisst aber nicht, ob ihr nachher da seid oder nicht, oder? Nein. Weil nachher kommt er wie so auf eine Waage bestimmt so. Ja, und dann genau. Wird alles ausgerechnet. Genau, genau. Was genau. du gemacht hast. Genau. Ja. Das Problem ist, dass die Bibel sagt, dass wir gar nicht genug gute Sachen machen können, weil wir schlecht sind. Sprich, du wirst weiter lügen, du wirst weiter stehlen, du wirst weiter deine Lust in Männern suchen. Du wirst damit niemals aufhören, weil du verloren bist. Das sagt die Bibel zum das Beispiel. Das Ding ist, wir Menschen sind dafür geschaffen, um Fehler zu machen und darauf zu lernen. Das ist, ich glaube, das weiß jeder so. Und ich finde, ich selber mache echt oft genug Fehler, aber ich bin eine Person, wenn ich einen Fehler begehe, dann gucke ich mir das an und überlege darüber nach und denke, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, wiederhole ich das. Mache ich das nochmal oder nicht? So. Und wenn ich jetzt wiederhole, bin ich dumm, habe ich Pech gehabt. Aber wenn man ein bisschen menschlich nachdenkt, dann glaube ich nicht, dass ich das wiederholen würde. Das Problem ist, dass die Bibel sagt, ihr habt niemals etwas anderes getan, als zu sündigen. Sprich, dein ganzes Leben ist eigentlich, besteht aus Sünde theoretisch. Weil wenn du jetzt über eine Person schlecht denkst, allgemein einfach nur so, boah, wie sieht die denn aus? Allein dieser Gedanke ist schon, weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt, du hast nicht eine Person getötet, wenn du sie umbringst, sondern du hast eine Person getötet, wenn du sie schon beleidigst. Dann hast du schon in deinem Herzen eine Person gebrochen. Das heißt, für Jesus ist Tod genauso wie, als wenn du eine Person beleidigst praktisch. Ne? Damit macht er dir klar, du hast verfehlt das Gesetz und ich habe das Gesetz verfehlt. Ne? Also ich auch, ne? Nur, dass ihr das versteht. Und Jesus kommt, lebt ein perfektes Leben und bezahlt die Strafe für mich. Wisst ihr, Religion bedeutet, ich mache was für Gott, um ihm zu gefallen. Sprich, ich versuche alles, um Gott irgendwie gerecht zu werden, ja? Aber mein Glaube sagt, dass Jesus oder dass Gott alles gibt, seinen einzigen Sohn und der für mich alles bezahlt hat. Wenn ihr von dieser Welt geht, ist die Frage, wo geht eure Seele hin? Und das hat nichts damit zu tun, wo werde ich reingeboren, sondern was glaube ich? Ich kenne keine Religion, in der jemand von sich selbst behauptet, die Wahrheit zu sein. Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater nur durch mich. Nur durch mich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Keine andere Religion hat jemals den Anspruch gehabt, die Wahrheit zu sein. Buddha nicht, kein Prophet, niemand. Nur Jesus allein. Und wisst ihr, warum er das sagen konnte? Nee, weil er kennt mich damit nicht so gut aus, mit Bibel und so. Weil er keine Sünde hatte. Jesus hat nie gelogen. Jesus hat das, er wurde ans Kreuz genagelt. Glaubt ihr das? Unsere Zeitrechnung in Deutschland geht ja 2023 nach Christus. Ja? Weil er vor 2023 Jahren am Kreuz gestorben ist. Genau. Ja. Das heißt, Jesus wurde am Kreuz umgebracht, damit du Leben hast. Eigentlich sagt Jesus dir, ich liebe dich und ich gebe mein Leben für dich. Es gibt keinen Mann auf der Welt, der euch so sehr liebt wie Jesus. Kein Mann. Kein Mann wird dich jemals so glücklich machen und die Erfüllung geben, die du wirklich brauchst, außer Jesus. Weil er liebt dich so sehr, dass er sagt, ich gehe für euch ans Kreuz. Ich sterbe für dich, Martha. Ich sterbe für dich. Ich sterbe für euch, weil ich dich so sehr liebe. Das würde euch daran hindern, an Jesus zu glauben. Also ich bin... meine Mutter, halt meine Oma waren alle sehr religiös und ich bin halt auch so einigermaßen aufgewachsen. Ich kenne die Religion Christen jetzt nicht sehr, sehr gut. Ich weiß schon vieles eigentlich, aber jetzt nicht so gut, dass ich sage, das hat mich sehr überzeugt oder so. Aber ich finde, also das ist immer besser, weiß ich nicht, Christ zu sein, Moslem zu sein, anstatt gar keine Religion zu haben. Recht. Aber so, nachher kommt ja, ist ja nur, kann es nur eine Wahrheit geben. Ja, natürlich. Das würdet ihr auch es gibt ja immer nur einen Gott. Ja. Egal jetzt, weiß ich nicht, ob Christen sagen, es gibt nur einen Gott oder Islam sagt, es gibt nur einen Gott. Solange du aber trotzdem an einen Gott glaubst, ist es besser, als wenn du sagst, ich glaube an gar nichts. Und es ist voll schwer, wenn du mit einem Religion erwachsen geworden bist, also gewachsen aufgewachsen bist und dann später, wenn du ein bisschen älter bist, genau, das ist sehr schwer. Ich habe Jesus vor 6 Jahren persönlich kennengelernt, er ist mir begegnet in meiner schwersten Zeit. Ich habe nach Gott geschrien und gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Ja? Und ich habe gesagt, egal wer du bist, ob Vishnu, Allah oder egal wer, ich brauche dich jetzt, weil ich kann nicht mehr. Ich war wirklich am Ende meines Lebens, ich konnte nicht mehr. Das tut uns leid. Du bist so, ihr seid so süß. Und dann ist Jesus mir begegnet. Und Jesus hat sich
mir gezeigt. Und Jesus hat mir gesagt, Jasmin, ich liebe dich und ich bin für deine Schuld ans Kreuz gegangen. Und es gibt keine Liebe, egal was dir widerfahren ist in deinem Leben, egal wer dich ausgenutzt hat, egal was deine Eltern dir angetan haben, deine Familie, niemand kann dir das geben, was ich dir gebe. Und das will Jesus dir heute sagen. Jesus will dein Alles sein, er will dir heute begegnen. Weil Jesus lebt. Er ist nicht nur am Kreuz gestorben, sondern ist auferstanden und sagt, ich liebe euch, kommt zu mir. Uns freut das auf jeden Fall, dass du das durcherlebt hast und dass du jetzt richtig glücklich bist. Dass du deinen richtigen Weg gefunden hast. Ja, und das macht uns auf jeden Fall sehr glücklich, dass du auch von diesen Gedanken alles weggekommen bist. Und ja. Habt ihr manchmal auch das Gefühl, ihr seid von Gedanken geplagt, die so nicht gut sind? Auf jeden Fall. Ich hatte auch eine sehr, sehr lange Geschichte, aber auch sehr eine schlimme Kindheit gehabt. Und also ich bin nicht sehr, sehr religiös, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall, als ich mit meiner Mom zum Beispiel gebetet habe oder so, habe ich mich auf jeden Fall meinem Gott sehr, sehr nah gefühlt und ich bin auch sehr glücklich, dass du auf jeden Fall nicht diesen Weg gegangen bist und gespürt hast, dass er da ist für dich und ich weiß, dass er auf jeden Fall, es gibt einen Gott und der ist auf jeden Fall für uns alle da, für alle Menschen. Was würdest du machen, wenn du vor Gott stehst und Jesus ist doch die Wahrheit, aber du hast nicht an ihn geglaubt, was machst du dann? Oh. Gute Frage. Ich würde sagen, ja, ich bin so oft, also ich weiß nicht, was ich machen würde. Es gibt da kein Zurück mehr, ne? Ja, natürlich, es gibt kein Zurück mehr, aber man kann sich nie richtig sicher sein, ob jetzt Allah unser Gott ist oder wie ihr sagt, Jesus unser Gott ist. So. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem, wenn man an einen Gott glaubt, ist es besser als gar nichts. Und wenn du schon an etwas glaubst, dann wird er schon, wenn er dann Gott ist, dann wird er gnädig sein. Mhm. Ja. Habt ihr schon mal das Experiment gemacht und Gott gefragt, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir? Ja, sehr oft als Kind. Ich mache das immer so, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig mir jetzt ein Zeichen. Oder so, ja. Habt ihr Lust, dass wir das Experiment mal gemeinsam machen? Und dass ich jetzt für euch bete und Gott frage, dass er sich zeigt? Ja. Ja? Ja. Ich danke dir jetzt für Aida und Marsa. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt Begegnung schaffst, Gott. Ich danke dir, dass du jetzt kommst, Jesus, mit deiner Kraft. Und ich bete für die beiden Frauen, Gott, dass du ihnen begegnest, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du sie so sehr liebst, dass du für sie ans Kreuz gegangen bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst mit deiner Wahrheit in ihre Herzen, Jesus. Begegne ihnen nachts im Traum, Jesus. Ich bete, dass du sie nicht loslässt. Und ich bete, dass du sie frei machst von allem, was sie unfrei macht, Jesus. Ich danke dir dafür, dass du sie so sehr liebst, dass du gesagt hast, ich gehe für dich ans Kreuz und sterbe den Tod. Ich danke dir, Jesus, dass du dich die nächsten Tage offenbaren wirst. Und ich bete und ich binde jede Macht, die euch abhält, an die Wahrheit zu glauben, Jesus. Ich bete, dass Wahrheit sich offenbart in ihrem Leben. Und ich bete, dass echt keine Kraft ein Anrecht auf ihr Leben hat und flieht in Jesu Namen. Danke, dass jede Macht geht. Und danke, dass du mit deiner Wahrheit jetzt kommst und frei machst, Jesus. Danke, dass du ihnen zeigst, dass du lebst und dass du sie liebst. Danke, Jesus. Es freut uns, wie gesagt, wirklich, dass du deinen Jesus gefunden hast und dass du dazu stehst. Ja. So, und das ist das Wichtigste. Ey, frag nach ihm und sag, Jesus, wenn es dich gibt, dann offenbar dich mir und er wird sich euch zeigen. Ich verspreche es euch. Dann lasse ich euch gehen. Das ist extra. Warte. Warte, das ist jetzt mal alles. Ich bin gerade ein bisschen emotional. Ja, aber ich fand das schön, wie du das gesagt hast. Ja, das war echt schön. Echt? Ja. Und danke. Ey, ihr seid richtig dankbar für eure Offenheit. Und alles gut. Das hat uns echt gefreut. Du hast echt. Ihr seid richtig süß. Darf ich dich drücken? Ja, klar. Jesus liebt dich und er will dein Leben. Dein Leben will er auch. Ja. Ihr seid wertvoll in Gottes Augen. Die sind aus. Tschüss.